Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, so aufgeräumt hat man die Ecke hier hinten selten gesehen, aber es hat einen bestimmten Grund, denn heute brauche ich den Platz hier hinten, denn ich möchte eine Dusche einbauen. Und wenn du wissen willst, wie ich mir das Ganze da vorstelle, bleib einfach dran. Ja, die Duschwanne habe ich ja schon eine ganze Weile. Jetzt wird es auch höchste Eisenbahn, dass wir das Teil hier mal einbauen. So, hier soll das am Ende rein. So. Und mir ist ja wichtig, ich möchte keine geschlossene Dusche, sondern ich möchte eine halboffene Dusche, so eine Duschkabine, die wirklich vorne offen ist, dass das hier nicht alles so klobig und zu ist. Weil wenn man sich vorstellt, wenn das alles bis hier oben hin, bis an dieser Ecke hier ungefähr alles zu ist von jeder Seite, dann wird das hier drin irgendwann ziemlich beengen. Von daher soll die halb offen sein. Lasst euch also überraschen, wie es am Ende aussieht. Wo fange ich an? Das ist hier die Frage. Ich habe erst überlegt, ob ich unten auf dem Boden anfange mit der Duschwanne. Aber ich werde mich quasi von außen nach innen arbeiten. Und zwar werde ich erstmal zwei Wände bearbeiten. Und zwar einmal die Seite hier hinterm Fahrersitz und einmal die Rückseite der Dusche. So dass ich hier quasi schon meine Ecke soweit fertig habe. Sprich, hier müssen erstmal Leisten ran montiert werden, wo dann später die Platte ran kann. Ja, ich würde mal sagen, da fangen wir jetzt an und besorgen uns mal die Bretter, messen hier mal aus und schrauben das Gestell hier so ein bisschen an die Seite ran. Und dann können wir nämlich später die Dusche unten schön einsetzen und anpassen. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it. Holz ist schon mal zurecht gesägt. Dann haben wir schon mal die Basis. Ihr seht, ich muss hier drinnen Licht anmachen, weil ich muss die Tür zumachen, weil es regnet. Ich muss euch gestehen, ich habe heute eigentlich null Bock. Wirklich so gar nicht. Ja, muss man mal sagen, solche Tage gibt es auch, dass man echt absolut gar keine Lust hat, irgendwas zu machen. Dann merke ich, dass ich echt so ein wetterfühliger Mensch bin. Draußen ist kalt, es regnet, es ist einfach nur ekelhaft, es ist nicht mein Wetter. Umso schneller fertig werden, dass ich damit in die Sonne kann. Ja. Wie geht's euch eigentlich? Seid ihr auch so wetterfühlig oder ist euch das Wetter scheißegal? Habt ihr eine Lieblingsjahreszeit? Also für mich ist der Sommer und nichts anderes. 30 Grad und ich fühle mich wohl. Gut, aber hilft ja alle nichts. Machen müssen wir trotzdem was. Also machen wir das mal an die Wand. Ziel ist es jetzt, diese Latten hier einmal hier ran zu schrauben. Ja, drei Stück. Oben, Mitte, unten. Und an diesen Leisten werde ich dann, ihr habt noch genug Paneelen, kommt hier oben runter. Und die Leisten dann, weil die sind so schön biegsam, dann schön an die Wand ran. Und dann habe ich schon mal so eine Basis, wo ich dann später die Platte dran kleben kann. So. Und das schrauben wir jetzt mal ran. Die Querleisten werde ich mir vorbohren. Werde hier in die vorgegebenen Löchern wieder Nietmuttern einziehen. Ja, kennt ihr ja schon. Im Bettvideo könnt ihr es euch nochmal genauer angucken. Also einfach oben reinschauen. Und dann kann ich die ganz entspannt wieder anschrauben, ohne hier nochmal zusätzliche Löcher reinmachen zu müssen. Gut. Tun wir das jetzt mal. Another heart attack. Was that we can't take back. We are the reason opposites attract. Die Querleisten habe ich jetzt schon angeschraubt und zwar habe ich mit einem Topfbohrer erstmal vorgebohrt. Hier, so sieht das Teil aus. Um die Vertiefung halt reinzubekommen, denn ich wollte die Schrauben natürlich schön tief reinsetzen, weil mit dieser, wie heißt das hier? Unterlegscheibe, so heißt das. So, weil hier noch eine Unterlegscheibe drauf ist auf der Schraube und so konnte ich Schraube samt Scheibe schön tief im Holz versinken und jetzt stört nichts. Und jetzt kann ich gucken, dass ich meine anderen Bretter senkrecht dran schraube und das ist jetzt der nächste Schritt. Das Gute bei den Paneelen ist, sie sind schön flexibel. Das heißt, ich kann ja schön die Wölbung von der Karosserie mit aufnehmen und habe kein Problem, die ein bisschen unter Spannung hier ranzuschrauben. So. Ich denke mal, ich werde sicherheitshalber zwei Schrauben hier reinjagen, doppelt hält besser. Ja,
Erste Seite ist fertig. Also ordentlich Spannung drauf. Hat mal kurz geknackt, aber ist nichts gebrochen. Das ist mal das Gute. Ich denke mal, die Bretter, die werden sich ja eh noch nachbiegen und nachgeben. So ein bisschen so, dass sie sich schön dran anpassen. Und dann wird die Spannung auch ein bisschen nachlassen. So, das sieht schon mal schick aus. Hier habe ich noch eine kleine Lücke. Jetzt überlege ich, wie ich das hier mit dem Übergang mache. Weil hier sollen ja dünne Pappelsperrholzplatten wieder drüber. Meine Überlegung ist jetzt eventuell noch eine Paneele, sodass ich hier einen sauberen Abschluss habe. Dann kann ich die schon mal hier reinschrauben und hier diese kleine Kante, quasi die Feder von der Platte hier, die kann ich dann nutzen, um später dann ja, die Rückwand hier drauf zu legen. Und alles, was hier so an Lücken sind, die würde ich dann irgendwann zuschmieren mit Silikon etc. Da werde ich mal gucken, aber ich denke mal, das ist die beste Lösung, um den Übergang hier ordentlich hinzubekommen. So. Das heißt, wir heben uns schon mal ein so ein Teilchen hier auf. Ich habe nämlich noch ein paar Reste geholt. Ich habe hier noch ein paar Teile, denn die müssen nämlich jetzt an diese Wand rein. Die Langplatten werde ich hier oben so ein bisschen überstehen lassen. So schön bis nach oben dran. So. Dann haben wir nämlich hier oben die Ecke auch schon schön geschlossen später und haben hier schon direkt Grundmaterial, wo wir die Platte befestigen können. Ja, das werde ich langziehen. Und hier oben wird dann später noch ein, ja, noch so ein Fach noch ein bisschen verschönert, dass ich hier oben ein paar Sachen so reinschmeißen kann, was man halt nicht so jede Zeit braucht. Aber dann ist der Stauraum da oben auch gut genutzt. Gut. Na dann. Einschrauben. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels. Meine Gefängniszelle ist fertig. So sieht es jedenfalls aus. Kann man sich quasi schon langsam mal um den Boden kümmern. Sprich, die Duschwanne. So sieht das gute Stück aus. Die soll hier unten natürlich rein. So. Aber ist natürlich zu flach am Boden, denn mein Ausgussteil ist doch ein bisschen stark. Das muss ran. Sprich, unter diese Platte muss ich noch eine Konstruktion drunter basteln, dass wir quasi diese Höhe bekommen. So. Aber ich glaube, das ist wieder mal ein Fall für Werkstatt Ronny. Dem übergebe ich das. Der kann sich da Gedanken machen, was drunter bauen. Und ich werde in der Zeit in den Baumarkt fahren und schon mal zwei Platten holen. Denn dann kann ich die Platten hier schon mal ankleben, dass ich diese Ecke fertig habe. Und dann kann die Duschwanne in den Boden gesetzt werden, dann kann das Loch reingebohrt werden, etc. Ja. Auf in den Baumarkt. So gut. Mal gucken wir uns mal die Teile an, die wir hier haben. Ich würde sagen, wir schrauben als erstes mal den Abfluss an die Duschwanne, um die Höhe zu ermitteln, wie hoch die Duschwanne auf jeden Fall sein muss, dass der Abfluss aufliegt bzw. knapp über dem Boden ist. Gut. Schrauben. Der Abfluss ist dran geschraubt. Legen wir jetzt mal hier ein Holzbrettchen drauf und gucken mal, was wir hier für Höhen haben. Gucken mal, ob hier drüben dann gleich ist auf der Seite. Ja. Das ist schon mal ein kleines Problem, denn die Duschwanne ist nicht gleichmäßig. Das heißt, von der Unterseite, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen höher, auf der anderen Seite ein bisschen flacher, so dass wenn ich meinen Rahmen exakt baue, wird die Duschwanne schief drauf sein.
Mal gucken, inwiefern wir das ausgleichen können. Ein bisschen Schiefe ist nicht so verkehrt, gerade wenn es in Richtung Abfluss geht, dass es ein bisschen einfacher abfließt. Aber schauen wir mal, nehmen wir mal die Maße von den Innenkanten, um dann den ersten Rahmen, den Grundrahmen zu sagen, zu basteln, wo dann die Duschwanne drauf liegt. So. Dann machen wir uns mal ans Werk und schrauben schon mal den Rahmen fertig. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor. Kanthölzer sind zurechtgesägt und auch schon eingelegt, wie man sehen kann. Ich werde die jetzt hier drinnen liegen lassen, werde in dem Zustand schon direkt von außen einmal vorbohren und dann die Schraube direkt reinhauen. Dann haben wir nämlich die schon mal an der richtigen Stelle und wir haben schon mal ein bisschen so den, ja, den Ausgleich geschaffen, dass das relativ glatt ist. Und dann kommt im nächsten Schritt die zweite Lage. Die kommt dann sozusagen hier oben drauf. Weil, wie man hier an der Seite vielleicht ganz gut sehen kann, so, dann habe ich zwischen dem Holz und dem Abfluss 7 mm. Das ist ideal. Und hier zwischen passt dann das Holz nochmal in der Stärke. Das heißt, das kriegen wir hier auch nochmal dazwischen, dass die Mittelwanne abgedeckt ist bzw. Stabilisiert ist, wenn man drin steht. Und das werde ich jetzt einmal zurecht sägen und dann alles zusammenschrauben. Und ja, dann gucken wir uns gleich das Ganze mal an, wenn es fertig zusammenmontiert ist. Fertig ist die Unterkonstruktion. So sieht sie aus, wenn ich sie mal runternehme. Voila. Und sie passt natürlich jetzt nach oben. Haben wir direkt angepasst. Wichtig ist natürlich, schaut vorher. Hier ist ja der Abfluss von der Dusche. Aber wo geht es denn nachher im Boden raus? Einmal umdrehen, im Kopf durchgehen, beziehungsweise wissen, wo es ist. Nicht, dass man nachher hier den Schlauch oder den Abfluss falsch verlegt und der müsste nachher hier hin oder sowas. Dann müsste man das alles wieder drehen. Also da vorher nochmal ganz genau hingucken und die Informationen einholen, dass das nachher passt. So, ein wenig kippelig ist die Geschichte noch. Liegt aber daran, dass die Duschwanne unterschiedlich dick ist, weil hier von Werk aus schon darauf geachtet wurde, dass die eine leichte Schräge drin hat. Sehr schön. Die Konstruktion passt. Wie gesagt, das bisschen Kippeln ausgleichen, das muss mit Sika gemacht werden. Das ist ein bisschen besser. So. Aber ich denke, das kann er am Auto dann selber machen. Weil ich denke mal, es ist besser, wenn er sich die Konstruktion auf dem Boden fest verschraubt und dann erst die Duschwanne oben draufklebt, weil sonst kommst du hier unten nicht mehr wirklich ran. Dann ist es ein bisschen schwierig. Gut. Aber da kann er sich Gedanken drüber machen. Ich gebe das wieder ab. Ich gebe wieder zurück an den Kollegen ins Auto. Neuer Tag. Und ich habe alles. Platten aus dem Baumarkt. Die Duschwannenunterkonstruktion vom Werkstatt-Ronny. Jawohl. Haben wir auch fertig. Er ist schweinekalt. Wir haben echt 2 Grad hier drin. Boah. Langsam wird es echt unangenehm. Gut. Gucken wir mal, wie wir die Unterkonstruktion an den Boden bringen und wie wir alles verbinden. Passt wunderbar rein. Aber bevor wir die auf dem Boden festmachen können, müssen wir mal mit den Wänden schon mal anfangen, weil ich muss die ja dann quasi direkt an die Wand setzen. Mit der Duschwanne oben drauf natürlich. Und ich würde sagen, ich fange mit der Wand hier an. Für diese Wand habe ich dann noch, ja, was Besonderes geplant. Aber das sage ich euch, wenn es soweit ist. Sprich, ich nehme erstmal
Platte für die Seite, versucht den Bogen da reinzubekommen, sägt die mir richtig zu, dass die da reinpasst und dann soll sie an diese Wand. Ja, und das machen wir jetzt. So, da haben wir die Platte. Jetzt müssen wir natürlich nur die Form von der Karosserie von der Außenseite hier auf die Platte bringen und dafür mir ein Stöckchen besorgt und habe mir mal einen Bleistift dran gebunden. So habe ich immer den gleichen Abstand von der Wand und kann das schön mit der Kontur nachziehen und per Bleistift auf die Platte bringen. Gucken wir, ob das gut funktioniert. Achtet darauf, dass die Platte hier wirklich fest ist, dass sie nicht zur Seite rutschen kann, weil sonst wäre es blöd. Hier unten bin ich sehr dicht an der Kante, dass ich hier so wenig wie möglich wegschneiden muss. Naja, schön sieht anders aus. Ich gehe einfach zwei, dreimal lang, dass ich so eine Hauptlinie finde. Die sieht eher aus wie eine EKG-Linie mit Herzrhythmusstörung. Das ist die Linie. Oh, verrückt. Aber ab hier runter, da sieht's gut aus. Und hier oben schauen wir mal, das war die Mittellinie. Da bin ich zweimal drüber gegangen, das sieht ganz gut aus. Das werden wir nehmen, da bin ich abgerutscht. Und dann schneiden wir mal lieber ein kleines bisschen mehr dran lassen. Den Rest können wir dann noch abschleifen. Aber gucken, ob wir das hinbekommen. Also aussägen! So, der erste Versuch. Schon mal reingestellt, aber man sieht hier oben, da passt es noch nicht ganz, da schleift es noch. Hier sieht es gut aus und hier hinten passt es auch. Also werde ich noch ein bisschen nachschleifen hier oben, aber deswegen lieber ein bisschen mehr dran lassen. Abfallen können wir es immer noch. Das machen wir jetzt. So, nächster Versuch. Das sieht gut aus. Sehr schön. Tada! Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen vom Nahen. Voila. Und jetzt haben wir hier oben eine schöne, saubere Kante. Oh. Müssen wir das nur noch ankleben. Alter, meine Hände sind so kalt. Ist kein schönes Wetter zum Ausbauen. Also die Temperaturen jedenfalls nicht. Gut, hilft aber alles nichts. Wir müssen. Da gehe ich mal Sikaflex besorgen und dann gucken wir mal, dass wir die erste Platte an die Wand bekommen. So, ich habe das Sieg jetzt ein bisschen auf die Heizung gepackt, dass es ein bisschen warm und weich wird. Hier drin habe ich es auch ein bisschen wärmer bekommen, haben jetzt so gut 10 Grad. Das heißt, ich kann das problemlos verarbeiten, weil dafür müssen es mindestens 7 oder 8 Grad sein, laut Datenblatt. Also ranschmieren und Platte dran. Dran ist das erste Brett. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, das mit Schraub- und Klemmzwingen festzumachen und einfach Holzleisten dazwischen gespannt, dass ein bisschen Druck drauf ist. Ist dann doch ein bisschen hübscher als die Löcher der Schrauben. Muss ich mich später nicht darum kümmern. So, mehr kann ich jetzt aber auch erstmal nicht machen. Das dauert jetzt eine Weile. Ich muss das jetzt aushärten lassen und bei den Temperaturen, die wir gerade haben, dauert es einfach viel länger als im Sommer. Dementsprechend lasse ich das jetzt für den Rest des Tages einfach dran. Und ja, warte. Und dementsprechend kann ich erstmal nicht weiterarbeiten. Also mache ich mit dem Video an dieser Stelle einfach erstmal Schluss. Ich hoffe, bis hierhin hat es dir gefallen. Wenn ja, dann lass gerne wieder einen Daumen nach oben da. Wenn du irgendwas wissen willst, wenn dir wieder was auf dem Herzen liegt, schreib es gerne wieder unten in die Kommentare rein. Ich lese es mir wie immer gern durch. Und wenn du wissen willst, wie es ja weitergeht, wie ich hier ein Loch reinbohre, wie unten Kanister rankommt, wo das, ja, das Abwasser sozusagen dann hingeht, mein Duschwasser, wie die Kabine dann nach aussieht, wie es hier weitergeht und. Dann einfach den Kanal abonnieren, weil dann verpasst du auch nichts mehr. Und bis dahin einfach schön in Bewegung bleiben und bis zum nächsten Video. Ciao.